Vor 5 Jahren sind 108 Männer aus einem kleinen Dorf aufgebrochen und haben für ein bisschen Reis auf Leben und Tod gekämpft. Sie waren die ersten Kameraden der Shan-Armee. Die Anführer waren wir drei. Ich bin Zhao Erhu! Ich bin Pan Xingyong! Ich bin Yiyang Muyang! Wir sind Blutsbrüder! Heute wollen wir den Pakt der Blutsbrüderschaft schließen. In Tod und Leben geloben wir Treue. Gemeinsam tragen wir alles, so wie es Brüder tun. Wer einem von uns ein Leid zufügt oder die Brüderschaft bedroht, der soll getötet werden. Jeder, der sich uns anschließt, bekommt was zu essen. Wir haben genügend Vorräte, Leute. Wenn wir schon Banditen sind, dann soll man auch über uns reden. Die Stadt gehört uns. Wir nehmen ihr Geld. Wir nehmen ihr Essen. Wir nehmen ihre Frauen. Deine gesamte Armee ist gefallen und nur du hast überlebt? Das habe ich, um euch wiederzusehen. Du willst ihr Leben aufs Spiel setzen? So sind nun mal die Regeln des Krieges. Wir sind Blutsbrüder und deshalb werden wir gemeinsam sterben. Töten Sie! Brüder, zieht in Frieden! Vergesst nicht, Leute! In der Shan-Armee gibt es nur einen Führer. Und das ist der hohe Herr General Pan. Der große General Pan. Wollt ihr ihm nicht alle danken? Danke, General Pan! Wir haben Blutsbrüderschaft geschlossen. Und wer sie bricht, der muss sterben. Also, los! Also los! Ja! Krieg. Und da ist jedes Mittel recht. Wer seine Brüder verrät, der muss sterben. Ihr dürft sie nicht töten!